Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt nicht enttäusche, wenn ich Ihnen sage, dass ich mit dem Titel, den ich schon vor längerem ankündigen musste, selber gar nicht mehr so ganz glücklich bin, denn es soll heute zumindest schwerpunktmäßig um etwas anderes gehen als die Forschungsvorhaben der deutschen Geschichtsforschung, nämlich noch konzentrierter um einen von deren Protagonisten, der für den größten Teil seines gelehrten Lebens eben hier in Göttingen wirkte. Damit knüpfen meine Ausführungen noch am deutlichsten an Wolfgang Schieders Vortrag über den Nobelpreisträger Butenandt vom Dezember an, denn auch mir geht es um einen Wissenschaftler, dessen steile Karriere während der NS-Zeit begann. Sie reichte von da an allerdings weit in die bundesrepublikanische Ära hinein. Es ist ja eines der Anliegen unserer Vortragsreihe, wissenschaftliche Dispositionen über die Grenze der NS-Ära hinweg weiter zu verfolgen und danach zu fragen, inwiefern Forschung auch nach 1945 den Prägungen der 30er und frühen 40er Jahren unterworfen blieb. Hermann Heimpel galt in der Tat in Deutschland vor und nach 1945 als einer der bedeutendsten Historiker seiner Zeit, genauer als Vertreter einer deutschen Geschichtswissenschaft, von der sich die lesende Öffentlichkeit über die Erschließung historischen Detailwissens hinaus Orientierung für die Teilhabe am politischen Diskurs erhoffte. 1944 nach Göttingen gekommen, galt er hier angesichts des sehr prominent besetzten historischen Seminars neben Siegfried A. Kähler, Percy Ernst Schramm, Reinhard Wittram und dann etwas später Alfred Heuss als disziplinärer Superstar unter Stars. Dass Heimpel das nationalsozialistische Regime begeistert begrüßt hatte, war und ist bekannt. Denn seit seinen frühen Freiburger Vorlesungen von 1933 hatte er seine politischen Positionen durchaus in seine gefeilten, rhetorisch oft gewagten Vorträge und Reden einfließen lassen. Auch im Krieg versah er sie mit klaren politisch-weltanschaulichen Positionierungen. Allein seine Prominenz zeigt ein besonderes Profil, denn wenn er auch im Ausland wenig bekannt war, unübersetzt, gerade im Vergleich beispielsweise mit Schramm und Heuss bemerkenswert deutsch in seiner wissenschaftlichen Resonanz, so reichte sein inländischer Ruhm weit über die Grenzen der reinen Wissenschaft hinaus. Von den innerakademischen Funktionen und Meriten etwa als Göttinger Rektor, selbstverständlich als Akademiemitglied, als prominentes Mitglied der Monumenta Germaniae Historica und anderer wissenschaftlichen Sozietäten abgesehen, erlebte man ihn lange Jahre auch als den Präsidenten etwa der Westdeutschen Rektorenkonferenz, hörte man seine Rundfunkansprachen im Norddeutschen Rundfunk, las man seit 1949 seinen autobiografischen Roman »Die halbe Violine«, ein Werk, das ihm die für einen Historiker immerhin ungewöhnliche Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung eintrug. Man kannte ihn als Violinisten, im Alter als Bratscher, und wusste wenigstens vom Hörensagen davon, dass über ihn als potenziellen Bundespräsidenten gesprochen worden war, nämlich als Nachfolger von Theodor Heuss. Seine bedeutendste und zukunftsträchtigste Wirkungsstätte war freilich das 1956 gegründete Max-Planck-Institut für Geschichte, das praktisch für ihn, um ihn herum eingerichtet wurde und das bis zu seinem Ende 2007 im Göttinger Hohen Weg, dem späteren Hermann-Vöge-Weg, angesiedelt war. In der Geschichte dieses Instituts, dem Werner Rösener schon ein Buch aus der Innensicht gewidmet hat und an der Kollege Peter Schöttler in Berlin gerade schreibt, spielt Heimpel wie selbstverständlich eine Hauptrolle, wenn nicht die Hauptrolle. Mit weiteren Studien zu ihm wird ohnehin zu rechnen sein, wenn sein derzeit gesperrter Nachlass am Ende dieses Jahres der Forschung wieder zur Verfügung stehen wird. Diese mehr als unglückliche Maßnahme, die Sperrung des Nachlasses, ist im Nachgang zur vielbeachteten Historikertagssektion von 1998 über
deutsche Historiker im Nationalsozialismus häufig beklagt worden. Nun kenne ich diesen Nachlass ebenso wenig wie meine Kolleginnen und Kollegen. Meines Wissens haben nur Ernst Schulin und der Göttinger Klaus Sommer ihn in dem engen Zeitfenster benutzt, in dem er einmal zugänglich gewesen ist. Ich würde aber ehrlich gesagt nicht damit rechnen, dass das jüngere Hauptinteresse an Heimpel, seine Haltung zum Nationalsozialismus nämlich, bei der Öffnung des Archivs spektakuläre neue Wendungen nehmen wird. Die bisher vorgetragenen Interpretationen werden aller Voraussicht nach allesamt auch weiterhin im Raum stehen. Wenn Sie sich beispielsweise anhand des Heimpel-Eintrags im berühmtesten Lexikon der Welt über diesen Mann kundig machen, begegnen Sie im Text praktisch allen jenen je vertretenen Positionen, weil sie sich dort bei Wikipedia über und untereinander niedergeschlagen haben, wie das in diesen Wikis eben passieren kann. Sie reichen von dem Urteil, dass er Apologet der nationalsozialistischen Expansionspolitik gewesen sei, über die Behauptung, die Nationalsozialisten hätten das von ihm vertretene Geschichtsbild, Zitat, instrumentalisiert, bis zur totalen Apologie, nach der jede kritische Nachfrage bloß billiger, Zitat, posthumer Antifaschismus sei. Die Bedingungen für Studien zu Heimpel sind daher auf den ersten Blick besehen derzeit nicht gerade günstig. Es gibt allerdings eine Zugangsweise, die sich für die Zwecke unserer Vortragsreihe nun geradezu anbietet und auf die ich die folgenden Minuten konzentrieren möchte. Denn an Heimpels wissenschaftlichem Werk lässt sich mit Gewinn die Frage nach der Nachkriegspersistenz von Überzeugungen und Denkformen studieren, die in der Zwischenkriegszeit entstanden waren. Die Herausforderung, die Kontinuitäten gerade zwischen der NS-Wissenschaft und der Nachkriegssituation nicht in spektakulären Enttarnungen zu suchen, sondern in akzeptierten, lange für wahr gehaltenen wissenschaftlichen Kernüberzeugungen selbst, findet in Heimpels Oeuvre einen vielversprechenden Anknüpfungspunkt. Auch angesichts der wissenschaftspolitischen Handlungsspielräume, die Heimpel in Göttingen schuf, ist es geboten, gerade diese Frage aufzuwerfen. Denn durch ihn und gerade dank des Max-Planck-Instituts hätten in Göttingen die allerbesten Voraussetzungen dazu bestanden, ab etwa den 1950ern neue Wege zu gehen, die deutsche Geschichtswissenschaft stärker international zu verankern und entsprechenden Austausch zu pflegen, auf der Basis des internationalen Vergleichs schärfere Vorstellungen von den Bedingungen sozialer Existenz in Deutschland zu erlangen oder über Einzelforschungen hinaus im interdisziplinären Verbund größere Aufgaben anzugehen, wofür etwa die deutsche Forschungsgemeinschaft ja schon interessante Formate bereitstellte, nicht erst seit der Einführung der Sonderforschungsbereiche, sondern schon seit deren Vorläufern, den sogenannten Gemeinschaftsforschungen der Jahrzehnte zuvor. Dass der erste einschlägige Sonderforschungsbereich 7, Mittelalterforschung, 1967 in Münster und nicht in Göttingen eingerichtet wurde, und dass, um Heimpels Herzensanliegen als Beispiel zu nehmen, die entscheidende Erneuerung im Verständnis des deutschen Spätmittelalters zur selben Zeit in Heidelberg und Gießen und nicht in Göttingen glückte, ist angesichts der glänzenden Bedingungen, die in Göttingen dank Heimpel geschaffen worden waren, immerhin erklärungsbedürftig. Und tatsächlich internationalisierte und modernisierte sich die Historie auch in Göttingen, dank der Existenz des Max-Planck-Instituts, aber dies geschah nach der Ära Heimpel, als mit Rudolf Vierhaus und Josef Fleckenstein Jüngere in der Verantwortung standen. In Heimpels Zeit konzentrierten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Institut fast ausschließlich auf Projekte, die so und nicht anders, so würde ich behaupten, gut 20, 30 oder 40 Jahre vor ihrer Zeit schon hätten bearbeitet werden können und die einer Sichtweise der deutschen Geschichte verpflichtet waren, die ihre entscheidenden Impulse in den 1930er Jahren erhalten hatte. Warum war das so? Selbst Kollegen wie Gerhard Ritter fiel dies auf, wie Peter Schöttler jüngst gezeigt hat.
musste ein Max-Planck-Institut für Geschichte in den 50er Jahren nicht andere, modernere, weniger deutsche Akzente setzen? Musste es sich nicht mutiger von der Tradition lösen? Diese Frage anzugehen, setzt die Lektüre des Heimpelschen Werks voraus. Genauer muss es darum gehen, nach den zugrunde liegenden Überzeugungen zu fragen, die sich in Mustern historischen Erzählens niederschlagen, in dem, was man in der heutigen fachwissenschaftlichen Terminologie die historischen Metanarrative oder erzähltheoretisch die Implotments historischen Erzählens nennt. Deutlich wird dabei werden, dass Heimpel bei aller unbestrittenen Stellungnahme zur deutschen Schuld nach 1945 auch in seinen Nachkriegsarbeiten an einem Verständnis von Geschichte festhielt, das seine Herkunft nicht abschütteln konnte und das die frühe bundesrepublikanische Geschichtsschreibung eher als die Fortsetzung des Alten, denn als einen Neuanfang erscheinen ließ. Die Versuchung, dabei biografisch vorzugehen und Linien der Entwicklung und Belege für Kontinuität feiner nachzuzeichnen, besteht, aber dafür habe ich keine Zeit. Im folgenden Teil meiner Ausführungen nehme ich daher summarisch die Genese von Heimpels Begriff der deutschen Geschichte von seinen ersten Publikationen bis zu denen in den Blick, als er als Professor an der Reichsuniversität des deutsch besetzten Straßburg wirkte. Im Anschluss daran suche ich nach Kontinuitäten und Veränderungen während der Nachkriegszeit und den Abschluss bilden dann vier Überlegungen zu den Bedingungen, die diese Persistenz historischer Vorstellungen ermöglicht haben. Nun also zu dem Teil bis 1945. Heimpel, geboren 1901 als Sohn eines Eisenbahningenieurs in München, studierte zunächst in seiner Heimatstadt, zog aber zu fortgeschrittenen Studien und Promotion nach Freiburg. Dort habilitierte er sich 1927 auch und die Freiburger beriefen ihn 1931 zum Professor. 1934 folgte er einem Ruf nach Leipzig, 1941 dann einem weiteren an die sogenannte Reichsuniversität Straßburg. In Göttingen lehrte er seit 1944 zunächst vertretungsweise, seit 1947 dann ordentlich bestallt. Seine 1924 eingereichte und 1928 publizierte Dissertation über das Gewerbe der Stadt Regensburg fügte sich perfekt ins Forschungsprogramm seines Doktorvaters Georg von Below ein, der die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der deutschen Stadt systematisch über die Vergabe entsprechender Dissertationsthemen erschließen wollte. Fast sämtliche Doktoranden und Doktorandinnen Belos bekamen derartige Themen übertragen. Diejenige Heimpels, würde ich behaupten, belegt schon für den 23-Jährigen den Ehrgeiz, sich über derart gesellenstückartige Studienabschlussproben hinwegzusetzen, die Form zu wahren und dennoch überdurchschnittliche Ambition und ungewöhnliche Begabung zu beweisen. Im Hinblick auf das, was er in den darauffolgenden Jahren schreiben und sagen wird, ist auch zu betonen, dass in dieser ersten großen Publikation von 1928 das deutsche Regensburg eine europäische Gewerbestadt ist, einbegriffen in Handelsbeziehungen, die nicht an den Reichsgrenzen Halt machen. Ihre Halbseidenindustrie wurde vorwiegend von ortsansässigen Italienern betrieben. Man exportierte nach Frankreich und England. Das nahm der junge Autor als selbstverständlich so hin. Georg von Below förderte seinen Schüler zwar weiterhin, aber diesen zog es zu Heinrich Finke. Ja, Heimpel wohnte auf dessen Einladung hin 4 Jahre lang in Finkes Freiburger Haus und half dem katholischen Doktorvaterkollegen, der seine eigenen beiden Söhne im Krieg verloren hatte, bei seiner Arbeit an einem größeren Editionsprojekt, nämlich den deutschen Reichstagsakten. Während dieser Tätigkeit zeigte Heimpel seine besondere Begabung für die Erschließung ungedruckter Texte des deutschen Spätmittelalters und das Freiburger Milieu um ihn herum beobachtete an ihm diejenige Facette seines Schaffens,
die ihm den bleibenden Respekt in der Fachwelt bis heute eintrug. Die seltene Kombination von technisch-hilfswissenschaftlicher Akkuratesse mit einer untrüglichen Intuition, die in das Relevante selbst im vordergründig trockensten gelehrten Latein sehen ließ. Diese Eigenschaft seines Werks müssen Sie sich von jetzt an wie einen Grundton unter allem vorstellen, was im Folgenden kritischer zu beleuchten sein wird, denn sie geht bei aller rhetorischen Utriertheit und Sinnhuberei seiner künftigen Äußerungen nie verloren. Was das Alltagsgeschäft historischer Quellenkritik samt der Deutung von Befunden anbelangt, zeigte Heimpel ein einzigartiges Talent, war ein Jahrhunderttalent unserer Wissenschaft. Wenn Sie sich lesend einen Eindruck von diesen Stärken verschaffen wollten, von dieser Fähigkeit, das Wichtige im Kleinsten zu sehen, würde ich Ihnen beispielsweise die Lektüre seiner späten Studie über die Federschnur empfehlen, über Wasserrecht und Fischrecht in der Reformation Kaiser Siegmunds. Der Ehrgeiz, Relevanzen zu sehen, zur Sprache zu bringen und zu einem neuen Bild von der deutschen Geschichte zu verdichten, äußerte sich seit seiner zweiten, 1932 erschienenen Monographie über den spätmittelalterlichen Publizisten Dietrich von Niem und dann mehr noch in den Reden, zu denen er als früh berufener Freiburger Professor häufig Gelegenheit hatte. Hier kam die Machtübertragung an die Nationalsozialisten ins Spiel, die Heimpel frenetisch feierte und die er in Vorreden zu seinen akademischen Vorlesungen vom Mai und vom November 1933 zum Ausgangspunkt seines weiteren Schaffens erklärte. Der neue Rektor der Freiburger Universität, Martin Heidegger, lud Heimpel zur Teilnahme an einer Ringvorlesung des Wintersemesters 1933-34 ein, die, so der Titel, die Aufgaben des geistigen Lebens im nationalsozialistischen Staate erörtern sollte. Das war eine Art Talentschau der neuen völkischen Wissenschaften, getragen vornehmlich von Angehörigen der sogenannten Kriegsjugendgeneration. 5 der 8 Referenten waren zwischen 1900 und 1903 geboren. Heideggers Lieblingsjungprofessor und Kronprinz Rudolf Stadelmann hielt den Eröffnungsvortrag am symbolträchtigen 9. November 1933. Heimpel folgte seinem Freund immerhin an zweiter Stelle, blieb in seiner Diktion zurückhaltender als der im Ton bombastisch-narzisstische Vorredner und stellte doch diejenige Sicht der deutschen Geschichte erstmals einem hörenden Publikum vor, die er in den kommenden 10 Jahren zuspitzte und dem Weg in den Krieg anpasste. Diese Sicht knüpfte in Teilen an Dinge an, die schon seit langem diskutiert worden waren, die problematische Staatlichkeit des mittelalterlichen Deutschland, die sich langsamer und weniger erfolgreich entwickelte als im westeuropäischen Ausland, und zugleich die Unumgänglichkeit staatlicher Verfasstheit, die sich spätestens mit der Stauferzeit zeigte, weil anders der Machtkonkurrenz zwischen dem Monarchen und den Fürsten nicht beizukommen war. Der Staat, so Heimpels Botschaft, stellte sich durchaus auch östlich des Rheins ein, war dort aber ganz neu zu bestimmen, auf keinen Fall an französischen Maßstäben zu messen, das stärker auf Rationalität, Verwaltung und Amtsherrschaft beruhte und zum starken Nationalstaat tendierte. Den Deutschen dagegen war das Reich eigen. Dieses mittelalterliche Erste Reich war in seiner reinsten Form in der Ära der Ottonen und frühen Salier gegeben. Mit der unmittelbaren Gegenwart des Jahres 1933 wurde es nun wieder eingeholt und übertrumpft. Das mittelalterliche Reich war, wie er wohl in Anlehnung an seine frühe Spengler-Lektüre schrieb, Deutschlands Schicksal. Das heißt, eine Struktur, die die nationale Vergangenheit der Gegenwart vorgegeben hatte. Ich zitiere, das ist aus der Ringvorlesung: Das ottonisch-salische Mittelalter ist der Anfang Deutschlands. Anfang nicht als Wurzel, Herkunft, Urgrund, sondern mit diesem Anfang ist gleich das Ganze da. Dieser Beginn deutscher Geschichte mit Otto dem Großen ist nicht Ansatz, sondern Einsatz.
Sofort ist die deutsche Geschichte da, ganz voll vollendet. Und dieser deutsche Anfang ist zugleich der Anfang des neuen Abendlands, das getragen war von dem jungen Deutschland. Deutsche Geschichte führte also von vollkommenen, aus sich heraus seienden Anfängen, in denen der Deutsche in Europa seine Rolle einnahm, indem er einfach herrschte über die kompromittierende, aber letztlich unvermeidbare Ära staufischer Staatlichkeit bis zum späten Mittelalter, in dem sich Systemgewinner und Systemverlierer gegenüberstanden. Das französische Gesetz, wie er das meist nennt, das Prinzip der amtsmäßigen, anstaltsmäßigen Rationalität, das mit der aristotelischen Philosophie im Bunde steht und das im Europa des späten Mittelalters den Ton angab. Wissenschaft, jedenfalls die, die ausgehend von der Pariser Universität seit 1200 in die Welt hineinstrahlte, war in diesem Verständnis der Denkstil des schlechthin anderen, des Französischen, nämlich. Eine andere Schrift, 1935. Die Gaben des arabisch-christlichen Spanien, Aristoteles' Überlieferung, Naturkunde, arabisch-jüdische Philosophie wurden besonders über Paris im 12. Jahrhundert Beiträger der deutschen Verwestlichung. Damit war der Ton angeschlagen, in dem ferne mittelalterliche Vergangenheit und Zeitgeschichte Europas in Beziehung gesetzt werden konnten. Abermals die Ringvorlesung. Das Mittelalter ist uns wie selten je in der Macht seiner Könige einer der hellsten Sterne auf dem Weg in die Freiheit. Das Mittelalter ist uns das Urbild eines aus der Kraft seiner Mitte geordneten Europa, das Panier der Ritterlichkeit großer geschichtlich verdienter Nationen gegen das Unmittelalterlichste, was sich denken lässt, das System von Versailles, das unritterlichste System der französischen Sicherheit, das die deutsche Mitte Europas zusammenschnürt durch das Bündnis mit dem östlichen Völkergeröll, das System der großen und der kleinen Entente. Endlich, das Mittelalter gab uns das abendländische Vermächtnis. Wir glauben, wenn wir Deutschland bauen, bauen wir das Abendland. Wir glauben an das neue Deutschland. Darum, wir glauben an das Abendland. Beide, Deutsche und Franzosen, waren bekanntermaßen Spaltprodukte aus der Auflösung des karolingischen Imperiums. Heimpel betrachtete sie als Brüder, die fundamental unterschiedliche Entwicklungen genommen hätten und antagonistische Werte vertraten. So sagte er etwa, als er nach seiner Übersiedlung an die Universität Leipzig einen Vortrag über Frankreich und das Reich hielt, das am gleichfalls symbolträchtigen 14. Juli 1939, am 150. Jahrestag der Revolution: Von unseren Gegnern sind mir von jeher die Franzosen lieber als die Engländer. Die Engländer sind uns verwandt, sie sind unsere Vettern. Italien ist uns von je freundlich vertraut. Es ist nun seit Mussolini als neue Großmacht der Freund des Deutschen Reiches. Mit Frankreich und den Franzosen ist es etwas Besonderes. Wer zum ersten Mal nach Paris kommt, hat das Gefühl, jetzt wird es ernst, also jetzt wird es geschichtlich. Man fährt über die blutigsten Schlachtfelder des Kontinents neben einem friedlichen Weißbrotesser und Rotweintrinker. Kurz, dieses Frankreich ist eine fremde, besondere Art. Das Land der feindlichen, der bösartigen, der heimlich geliebten Brüder. Heimpel liebte solche paradoxalen Formulierungen. Vettern trifft man auf Familientagen. Nur Brüder kann man töten und lieben zugleich. Vor diesem Hintergrund entfaltete er das, was als eine ganz besondere Leistung zur Deutung der deutschen Geschichte angesehen wurde, nämlich die Einschätzung der nachstaufischen Zeit, das, was er als das Wesen des deutschen Spätmittelalters bezeichnete. Zur Zeit der französischen Hegemonie in Europa nämlich, die sich seit dem 12. Jahrhundert eingestellt hatte und die immer drückender wurde, entwickelten die Deutschen in Abgrenzung von der französischen wissenschaftlich, das heißt aristotelisch begründeten Rationalität, einen Geist von eigener Art. Diesen bestimmte er mit den Eigenschaften einer tiefen Religiosität, einer besonderen Innerlichkeit,
und des spezifisch deutschen Historismus, wie er das nannte. Dort, wo in Frankreich Traktate zur Staatstheorie verfasst worden seien, diskursiv organisierte Erörterungen des Politischen auf abstrakter, rationaler Grundlage, hätten die Deutschen durch die Rückbesinnung auf ihre große Vergangenheit gelernt, historisch zu denken. Sie seien Geschichtsschreiber statt Scholastiker geworden. Ihr Denken suchte seine Bezüge in der Vergangenheit, in der Liebe des Patrioten zu Karl dem Großen, zu Otto dem Großen und auch zu Barbarossa. Das änderte zwar nichts an der französischen zivilisatorischen Hegemonie, die die weiteren Jahrhunderte prägen sollte, gab ihnen aber geistige Bezugspunkte, die mit dem Anbruch des jetzigen Dritten Reichs reiche Früchte trugen und den Berufshistoriker zu einer wichtigen Figur im politischen Geschehen aufwerteten. Sein Forschungsprogramm war damit bestimmt. Die Zeitgenossen kannten die Staatslehren des Italieners Marsilius von Padua, die Werke des Engländers William von Ockham, aber wer kannte eigentlich Dietrich von Nîmes und Alexander von Roos, Engelbert von Admont, Job Fehner und Konrad von Megenberg, Jordanus von Osnabrück und Lupold von Bebenburg? Diese Texte dieser weithin unbekannten, genuin deutschen Denker mussten ediert werden, und zwar so gut wie möglich und zu dem Zweck, eine bisher verkannte spezifisch deutsche Geistesgeschichte freizulegen. Das ist ein Evergreen, das kommt jede Woche, oder? So. Die Kenntnis dieser spezifisch deutschen Geistesgeschichte würde den Zeitgenossen überhaupt erst vor Augen führen, was es bedeutete, deutsch zu sein und welche epochalen Tiefen unter der deutschen Befähigung zum historischen Denken verborgen waren. Dies war und dies blieb sein Programm als Wissenschaftsorganisator. Damit war auch sein höchstes wissenschaftliches Ziel benannt, das über diese editorischen Schritte erreicht werden sollte, eine deutsche Geschichte zu schreiben, die große Synthese auf der Grundlage des geschilderten Geschichtsbildes. Zu dessen besserer Einordnung hier noch Bemerkungen unter drei Schlagworten, nämlich Mittelalter, Reich und Generation. Setzen wir beim Mittelalter ein. Heimpel konnte deshalb zuversichtlich sein, dass seine Botschaft auf offene Ohren stieß, weil die Beschäftigung mit dem deutschen Mittelalter seit den 1920er Jahren schon eine auffällige Konjunktur außerhalb der Fachwissenschaft im engeren Sinn hatte. Denn seit dieser Zeit machte es einen der Hauptschauplätze der zeitgenössischen Modernitätskritik aus, getragen zu einem erheblichen Teil von katholischen intellektuellen Milieus, aber auch von den Werken der fiktionalen Literatur, nicht nur in dem Kreis um Stefan George, sondern auch in den Werken Rudolf Borcharts und Hermann Hesses, Thomas Manns, Hermann Brochs und vieler anderer. Man hat dieses Phänomen treffend einen Medievalismus des kulturkritischen Denkens genannt, und dank Bastian Schlüters junger Monographie zu dem Thema kann man ermessen, wie präsent Mittelalter und solche Medievalismen im literarischen und politischen Diskurs der Zeit waren. Insofern diese Mittelalter-Imaginationen in utopischen, mitunter chiliastischen Visionen die politische Zukunft reflektierten, fungierte vor allem die Vorstellung vom Reich als ihr Zentralbegriff. Das Reich war das kondensierte Leitbild aus mittelalterlicher Vergangenheit, etwas, das entweder von der politischen Aktion der Gegenwart in zähem Ringen wiederhergestellt werden musste oder etwas, das sich gleichsam im Sinne einer historischen Entelechie von selbst wieder einstellen würde, dabei mitunter nur zugänglich für eine esoterische Gruppe von Auserwählten, wie den Mitgliedern jenes geheimen Deutschland des Kreises um Stefan George. In der Rede vom geheimen Deutschland oder vom Dritten Reich, bekanntlich ebenfalls in den 1920er Jahren popularisiert, nahm der Bezug auf die Anfänge jenes Reichsgedankens eine prominente Stellung ein.
Diese Mittelalterpublikationen hatten seit den 1920ern, wie gesagt, Konjunktur und wurden verfasst mit einem besonderen Anspruch auf Sinngebung, allerdings meist nicht von Fachwissenschaftlern, sondern von Schriftstellern und überhaupt freien, konservativ-kulturkritischen Denkern, die sich hierzu berufen fühlten. Das Mittelalter sollte der Gegenwart als eine zu verwirklichende Utopie vor Augen geführt werden, als eine Maßgestalt. Für Heimpel war es Schicksal, in dem Sinn, dass es als bestimmende Vergangenheit der Zukunft den Weg wies. Schicksal, so hat Franziska Rehlinghaus betont, war in diesem Kontext eine aktivische, eine Handlungskategorie, also das Gegenteil eines Fatums, das man schlicht erleidet. Die Stoßrichtung dieser Mittelalterimaginationen, die charakteristisch für die Zwischenkriegszeit waren, hat Heimpels mittelbarer Nachfolger am Max-Planck-Institut, der vor 2 Jahren verstorbene Historiker Otto Gerhard Oechsle, in einer ganzen Reihe von Studien freigelegt. Es geht um die Kritik an der Moderne und den allgegenwärtigen Zeichen der Modernisierung, um Kritik an der Revolution, am Anstaltsstaat, an der Urbanisierung, der Industrialisierung, der Mobilität, den Parlamenten, kurz der zunehmenden politisch-sozialen Komplexität. Ihnen stellten die konservativen Kritiker Muster der sozialen Organisation gegenüber, die Klarheit versprachen und deren historischen Ort man im Mittelalter vermutete. Ordnung als ständische Ordnung, Gemeinschaft statt Gesellschaft, Führung und Gefolgschaft, Schutz und Schirm, Freiheit und Dienst, allesamt Gegenentwürfe gegen das für die Moderne charakteristische Trennungsdenken, wie man sagte. Die ältere Generation der deutschen Historiker hatte diese Deutungskonkurrenz mit den Literaten um die Sicht auf das Mittelalter nicht angenommen. Von Heimpels Doktorvater von Below hat man treffend gesagt, dass er von dieser Literatur der Amateure getrennt war durch einen, Zitat, zur zweiten Natur gewordenen Dilettantismus-Ekel des Fachgelehrten. Dies galt für die um 1900 geborenen Historiker nicht mehr durchweg. Viele von ihnen waren kriegsbedingt nicht nur biografisch besonders früh zu Amt und Würden gelangt, sondern sie sahen sich schon während ihres Studiums, während der 1920er Jahre, der Erwartung ausgesetzt, dass sie, ihre Generation, mutig mit holistischen Entwürfen, mit gewagten Geschichtsdeutungen, den skrupulösen, übertrieben meritokratischen, honoratiorenmäßigen akademischen Betrieb ihrer Zeit überwinden sollten. Die Nationalsozialisten förderten, ja forcierten diesen Gestus der generationengestützten Revolution im Inneren der Disziplinen massiv, daher etwa auch die personelle Zusammensetzung der besagten Freiburger Ringvorlesung mit 30-Jährigen. Die Herausforderung der holistischen literarischen Geschichtsentwürfe war damit für die jungen Wissenschaftler aufzunehmen, und Heimpel hat sie mit solchem Erfolg angenommen, dass er in der Fachwelt als ein besonders hoffnungsvoller, wie man sagte, ganzheitsbezogener Historiker galt. Heimpels besonderer Standort in diesem Kräftefeld bestand nun darin, selbst mit einem derartigen sinngebungsverheißenden Bild von der Geschichte aufzuwarten, dies aber nicht in Abwendung von den Arbeiten und Qualitätsmaßstäben seiner Fachwissenschaft, sondern im Gegenteil, indem er die Mittelalterhistorie, die disziplinär gebundene Fachwissenschaft mit ihren Vereinigungen, Forschungsprogrammen, Organisationsformen, der Monumenta Germania Historica, der Germania Sacra und anderer, zur wichtigsten Plattform dieser Aktion machen wollte. Das Spannungsverhältnis von zünftig organisierter Fachwissenschaft und großem politischem Deutungshorizont aufzuheben, indem die Organe der Fachwissenschaft in den Dienst der großen Aufgabe zu stellen war, das war seine Leitlinie. Dies schuf bei aller völkischen Begeisterung Heimpels freilich auch Distanzen zum extrem nationalsozialistischen Zeitgeist, dem rassekundlich antisemitisch und jungtürkenhaft aggressiven Auftreten anderer 30-Jähriger in seiner Gegenwart.
Denn erstens wähnten diese Deutschlands größte Zeit in der vermeintlich germanisch-heidnischen Vorgeschichte, mithin in einer Zeit vor dem Mittelalter, vor der Christianisierung, die diese Kreise bekanntlich als den Eintritt einer fremden Macht ins bestehende Deutschtum ansahen. Und dies war eine Sichtweise, die Heimpel völlig unzugänglich war. Er hat diese Strömung keineswegs aktiv bekämpft, wie man schon behauptet hat, aber er verstand sein eigenes Schaffen ab 1933 und bis zu seinem überstürzten Rückzug aus Straßburg als ein Konkurrenzunternehmen im Inneren der nationalsozialistischen Bewegung, das dem Ziel verpflichtet war, völkische Ideologie, wissenschaftliches Establishment und christliche Fundierung irgendwie miteinander in Deckung zu bringen. Diese Konkurrenzsituation hatte daher auch Konsequenzen für seine Attitüde zu seinen gleichaltrigen Kollegen. Denn junge Forscher, die anders als er statt der Verständigung die Provokation der älteren Zunftkollegen suchten, wurden vom System durchaus gefördert. Wer sich einen Eindruck davon verschaffen will, wie weit manche Altersgenossen gingen, kann dazu den ersten Band der gleichgeschalteten historischen Zeitschrift, das ist der Band Nummer 153 von 1936, konsultieren. Auch dieser Band stellt ein Schaulaufen von Jungen in der Disziplin dar, aber die sind radikaler. Zur Nachkriegsära. Ernst Schulin hat in einer wichtigen Studie von 1998 über Hermann Heimpel und die deutsche Nationalgeschichtsschreibung, auf die ich jetzt öfter zurückkommen werde, völlig zu Recht festgehalten, dass Heimpel in der Nachkriegszeit als Redner und Publizist den Nationalsozialismus konsequenter als andere als einen Teil statt als einen Betriebsunfall der deutschen Geschichte angesprochen hat. Was aber, fragte Heimpel 1957 seine Hörer von eben der Stelle aus, an der ich jetzt stehe, was aber ist dann der Sinn einer deutschen Geschichte, zu der Auschwitz und Belsen jetzt genauso und genauso unwiderruflich gehört wie Aachen und Wittenberg? Aus heutiger Sicht haftet diesen Ansprachen etwas Rückversicherndes, ja manchmal Doppelbödiges an, so etwa in seiner Göttinger Rektoratsrede von 1953, ich zitiere: Was nicht einmal der Erste Weltkrieg im Bewusstsein der vielen klargemacht hat, ist uns geschehen. Die Begegnung mit dem Unmenschlichen. Die Martyrien der frühen Christenheit sind aus dem Legendar getreten. Die Bartholomäusnacht hat das Geschichtsbuch verlassen. Der Gräfplatz rötet sich vom alten Blut. Neue Märtyrer statt Hugenottenmorden Säuberungen, statt der Guillotine grässliche und schändliche Dämpfe. So ist Humanität nicht mehr der unverlierbare Besitz unserer Väter. Die Geschichte wird hier zum Taktgeber für das jüngst Vergangene. Der Einsatz von Zyklon B findet seine Vorläufer in den Christenverfolgungen und den Protestantenmorden Frankreichs und in der Ursünde der Revolution, die auf dem Gräfplatz anfing, ihre Kinder zu fressen. Dieser Tod war einmal ein Meister aus Frankreich gewesen, bevor er uns geschah, wie er sagte. Im baldigen Wiederabdruck der Rede ergänzte er Literaturangaben. Das ist also jetzt eine Fußnote. Wer den Blick abwenden möchte, zwinge sich zu lesen. Augenzeugenbericht zu den Massenvergasungen, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1, 177 und die folgenden und neuerdings die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße, Dokumentation von Theodor Schieder und anderen, herausgegeben vom Bundesministerium für Vertriebene, Band 1, 1953, Fortsetzung wird vorbereitet. Auch hier wird also mit den Vertreibungen der Deutschen ein Kontext genannt, der die peinigende Aussage offenbar irgendwie erträglicher machen sollte, rückbinden sollte. Ich lasse das hier dahingestellt. Füge nur den Hinweis an, dass der Berliner Historiker Peter Schulz-Hageleit vor einigen Jahren eine psychohistorische Studie zu Heimpels Umgang mit Schuldgefühlen publiziert hat. Politisch ist die gerade zitierte Stelle auch insofern ihr kritische Bemerkung zu aktuellen 1957 narzisstischen Tendenzen beigegeben worden.
Tatsächlich engagierte sich Heimpel bald darauf, gemeinsam mit Kollegen und Studierenden mutig gegen den braunen Landesminister Leonhard Schlüter und trug dazu bei, dass dieser sein Amt nach wenigen Tagen wieder aufgeben musste. Schlüter zahlte es ihm heim, indem er Heimpels führerbegeisterte Reden von 1933 publik machte. Was sein Forschungsprogramm anbelangt, so regierte die Kontinuität. Beim Präsidenten der Monumenta Germania Historica fragte er 1948 an, wie es um die Publikation jener reichsgeschichtlich relevanten Schriften aus dem Spätmittelalter stehe, um den Engelbert von Admont und den Luitpold von Bebenberg, um Dietrich von Nieheim, Heinrich Toke und den sogenannten Oberrheinischen Revolutionär. Bearbeiter waren im Krieg gefallen, Manuskripte waren verloren gegangen oder befanden sich im Privatbesitz von Hinterbliebenen, mit denen nicht gut Kirschen essen war. Die Max-Planck-Gesellschaft und die Göttinger Akademie kamen in seinen Überlegungen seit 1949 ins Spiel, weil er dezidiert die älteren Forschungsprojekte der Papsturkunden bzw. der Pius-Stiftung und der Germania Sacra fortführen wollte. Gerade die Germania Sacra hatte er im Blick, als er den Kontakt zu Otto Hahn und Werner Heisenberg wieder aufnahm, als er vorsichtig den Gedanken eines Geschichtsinstituts in Göttingen ventilierte. Tatsächlich sollte bei der Eröffnung des Instituts neben der Quellenkunde des sogenannten Dahlmann-Weiz, auch dies ein nationalgeschichtliches Projekt, die Germania Sacra wieder etabliert werden. Sie existiert ja bis heute, ist mittlerweile an der Akademie angesiedelt, versteht sich allerdings als eine Unternehmung im Internationalen Verbund kirchengeschichtlicher Forschungsvorhaben. Beim wissenschaftlichen Programm blieb es auch insofern, als Heimpel in diesen Jahren in mehreren Anläufen versuchte, seine Gedanken zur deutschen Geschichte in einer Synthese, einer das Mittelalter und den letzten Krieg umklammernden Gesamtdarstellung festzuhalten. Formal wäre dies etwas ganz Neues gewesen, wenn aus dem Buch denn etwas geworden wäre, denn Heimpel entschied sich für die originelle Reihung von historischen Essays entlang einer Abfolge von Orten. Aachen, Karolingerzeit, Magdeburg, Ottonen, Canossa, Gelnhausen, Staufer und Welfen, Marienburg, Wittenberg, Wien, Potsdam, Weimar, das Weimar der Klassik, Frankfurt, Königgrätz, Berlin, Bayreuth, Verdun und dann das Abschlusskapitel über Nürnberg und Potsdam II. Als Probelauf fungierte eine entsprechende Vorlesung im Wintersemester 1954-55, die Heimpel gesundheitsbedingt mitten im Semester nach Canossa abbrechen musste. Zwei Jahre darauf las er sie ganz, sogar den Teil über den letzten Krieg, die sogenannte Endlösung, Widerstand, Kriegsende und Nürnberger Prozess, all dies im Gegensatz zu den Vorträgen zuvor, jetzt zitiere ich Ernst Schulin, knapp und gewissermaßen tonlos. Schulin erinnerte sich auch an die Tränen in den Augen des Redners und seine Versuche, auf dem Katheder Fassung zu bewahren. Das Ganze zu drucken hat er nicht gewagt. Ein letztes Mal hat er es etwa 1970 im Kontext der Studentenbewegung in Erwägung gezogen, als eine Antwort auf die vermeintliche Geschichtsvergessenheit der jüngeren Generation. Aber sein Göttinger Verleger musste ihm peinlicherweise irgendwie beibringen, dass auch Manuskripte ihre Halbwertszeit haben. Damit sind wir beim Kernthema der unterbliebenen Reform. Selbst wenn Heimpel mit dem Blick auf die jüngste deutsche Geschichte durchaus kein Eskapist war, blieben die tieferen Schichten seines historischen Verständnisses doch weiterhin die alten. Deutsche Geschichte definierte sich durch die Spezifik deutscher Art, die seit dem prägenden zentralen Spätmittelalter in Abgrenzung von französischer Art konserviert wurde. Die Ära von der Hinrichtung des letzten Staufers Konradin 1268 in Neapel
Bis zu den Soldatenräten des Jahres 1918 waren für ihn geprägt von der französischen kulturellen Hegemonie in Europa, von der Antithese zwischen einer rationalistischen, verwissenschaftlichten französischen Kultur und einer auf Konservatismus, Innerlichkeit und Historismus begründeten Kultur der Deutschen. Deren eigentlicher Held aber war Martin Luther. Ich zitiere: Es liegt ein tiefer Sinn darin, dass die deutsche Revolution eine religiöse Reformation war. Schon vor dessen Ankunft dachten die Deutschen, Zitat, im Gegensatz zu anderen Völkern nicht aristotelisch, scholastisch, deduktiv, sondern historisch. In dem Moment, da das deutsche Gesetz Europas in ein französisches Gesetz sich wandelt, das ist die Stauferzeit, beginnen auch die Feindschaften Frankreichs, Europa zu bestimmen und damit für Deutschland zum Schicksal zu werden. Alle Tendenzen der Zeit arbeiteten fortan gegen das Deutsche. Frankreich aber hörte nicht auf, sowohl Europa wie der deutschen Geschichte sein Gesetz zu geben, wieder dieses Zentralwort, ohne dass Frankreich es etwa nötig gehabt hätte, unter den vorgegebenen Traditionen allzu ängstlich zu wählen. Sie alle bedeuteten die spätmittelalterliche, die guelfische, die staatliche, die wissenschaftliche Revolution gegen das Deutsche Reich, gegen das römische Imperium in der Hand der Deutschen. In diesem Zusammenhang ist die besondere Stellung Deutschlands, wir können schon hier sagen, die Lage des deutschen Spätmittelalters genau zu bezeichnen durch die Art, wie die Deutschen auf die neue Zeit reagierten, durch den Konservatismus und den Historismus der Deutschen des 13., 14. und 15. Jahrhunderts. Diese Überzeugung hatte zur Folge, dass seine Sicht von Frankreich und damit natürlich auch sein eigenes Straßburger Involvement eine wunde Stelle in seinem Denken blieben. Für mich ist Straßburg eine alte Reichsstadt, schrieb er 1949 an Gerhard Ritter, was nicht ausschließt, dass das Schicksal endgültig gesprochen hat. Aber solange man Europa sagt und ein Land gallisiert, das in seinem Urgrund deutsch ist, oder sagen wir lieber alemannisch und fränkisch, so lange verwinde ich mich nicht die elsässische Frage. Für mich nicht die elsässische Frage. Ich habe hier gute französische Freunde und werbe um die Franzosen, wo ich kann, da ich diese nun einmal liebe. Sie erinnern sich vielleicht an das peinliche Zitat von 1939 über die Brüder, die man liebt und tötet. Aber solange mein Nachfolger meine Aussteuer benutzt, in meinen Betten schläft und unter meinen Familienbildern sitzt, würde ich mich in Paris in recht temperierter Stimmung als ein solcher befinden, der froh sein muss, dass man nicht merkt, dass er in Straßburg war. Und schließlich gäbe es auch eine Gegenrechnung. Das Straßburger Historische Seminar, das ich 1941 antraf, war ein verlotterter Laden. Was ich verließ, waren 30.000 wohlgebundene und wohlgeordnete Bände. Ein wüster Haufen ungebundener Schriften zur Französischen Revolution ist von uns gebunden und katalogisiert worden. Ich finde, dass ich meinen Nachfolger gelegentlich dafür bedanken könnte. Sein Nachfolger, das war in seinen Worten der kleine, zappelige Robert Boutruche, dieser Straßburger Professor, Schüler Marc Blochs, Zitat Ende. Bei einer Begegnung 1950 schien ihm Boutruche, ich zitiere wieder, fremder, ferner als ein Ostasiate es hätte sein können. Nun, der Kontext ist der Pariser Internationale Historikertag, also er saß tatsächlich mit Ostasiaten im Auditorium. Kein Wort aber davon, dass er selber ja im okkupierten Straßburg Nachfolger jenes Marc Bloch war, der die Geschichtswissenschaft nun tatsächlich revolutioniert hatte und der 1944 inhaftiert, gefoltert und von der SS bei Lyon erschossen worden war. Es waren diese nationalen Stereotypen, die sich aus dem System der historischen Wissenschaften verabschieden mussten, damit das System reformiert werden konnte. Der Durchbruch in dieser Hinsicht, so würde ich behaupten, gelang im Hinblick auf Heimpels Kernanliegen,
das Verständnis des deutschen Spätmittelalters seit den 1960er Jahren einem jungen Heidelberger Habilitanten namens Peter Moraff, der heimpelartig seinen Antrittsbesuch abstattete, als er eine Assistentenstelle übernommen hatte, der in seinen Publikationen aber selbstbewusst eigene Wege ging, empirisch, unaufgeregt, mit dem Mut zum Quantifizieren in einer disziplinären Atmosphäre, die derlei weiß Gott noch nicht gutierte. Jetzt wird es Zeit, zum Ende zu kommen. Daher sei an dieser Stelle noch einmal konzentriert die Frage nach dem Warum aufgeworfen. Warum war ein Geschichtsbild, dessen entscheidende Impulse so deutlich aus Debatten der Zwischenkriegszeit stammten, so langlebig, zumal auf der Ebene des historischen Metanarrativs? Angehörige späterer Generationen mögen sich ja durchaus in produktiver Absicht fragen, warum es den Betroffenen, zumal Männern von Heimpels Intelligenz, nicht leichter fiel, sich von diesen Überzeugungen loszusagen. Dazu möchte ich vier Gedanken immerhin skizzieren. Erstens, von Heimpels frühen Publikationen an, den Arbeiten zum Reich der Deutschen, zur Nation, zum Mittelalter als dem deutschen Schicksal, war sein Geschichtsbild auf Tragik und Untergang geeicht. Ich zitiere, die deutsche Verfassungsgeschichte hat von ihrem Beginne an etwas Hoffnungsloses. Die deutsche Verfassung, von vornherein mit den besonderen Schwierigkeiten eines unfertigen Staates belastet, beginnt schon mit fallender Tendenz. So dozierte er in Freiburg und bei dieser Einschätzung blieb es. Das war nicht untypisch für die besagte Reichspublizistik der 1920er und 30er Jahre und die Hochgefühle, die 1933 freigesetzt wurden, berührten die tieferen Schichten dieses auf Niedergang eingestellten historischen Metanarrativs nicht wirklich. Die militärische Niederlage, das Scheitern, die allmählich auftauchenden Wahrheiten über die Vernichtungslager ließen sich auf dieser Deutungsebene möglicherweise eben doch noch mit einem irgendwie höheren Sinn versehen. Dasselbe galt wohl auch für persönlich demütigende Momente. Die Niederlage in einem Münchner Berufungsverfahren Ende der 40er Jahre, die darauf beruhte, dass eine Straßburger Rhetorik zur Sprache kam. Begegnungen mit der französischen Militärpolizei, die 1945 sein Schwarzwälder Domizil auf der Suche nach dem mörderischen Straßburger Kollegen August Hirt durchsuchte. Zweitens, die Beharrlichkeit jener Bilder vom anderen, von den Franzosen zumal, wird man nicht verstehen, solange man ein grobes Raster anlegt und pauschalisierend fragt, ob Heimpel schlechthin frankophob oder vielleicht Antisemit oder vielleicht Antidemokrat und so weiter gewesen ist. In seinem Denken wirkten solche Ressentiments eher im Verborgenen, in der Form von Stereotypen, die man nicht in lebensweltlichen Normalsituationen abrief, sondern in Krisen und bei Konflikten. Heimpel war durchaus geprägt von solchen kleinen, subkutan wirkenden Wahrheiten, die dann nach außen traten, wenn er Niederlagen zu verarbeiten hatte oder Stresssituationen ausgesetzt war. Neben seinen Äußerungen über Frankreich und die Franzosen ließe sich das auch an seinem latenten Antikatholizismus zeigen, der es ihm zwar in ruhigem Fahrwasser erlaubte, seinen katholischen Lehrer Heinrich Finke regelrecht zu verehren, im Fall gescheiterter Berufungsverhandlungen oder im Konflikt um ein Editionsmanuskript, das man ihm nicht aushändigen wollte, diese Deutung aber abzurufen und konfessionelle Machenschaften und finster intrigante Prälatenhäupter am Werk zu sehen, so als würde er sich durch einen Cartoon bewegen statt durch die Wirklichkeit. Die Prägekraft derartiger Stereotypen war ein durchaus wichtiger Bestandteil seiner nationalliberal-protestantischen Erziehung, wie gerade die Lektüre der nach dem Krieg geschriebenen Halben Violine zeigt, etwa die Schilderung seines Einsatzes beim Freiwilligen Hilfsdienst als 18-Jähriger. Rotbackige, verdrossene französische Kriegsgefangene begegnen ihm dort, auch eine, Zitat, Rotte von Polinnen und ein, Zitat, stiller gelblicher Jude, der Brocken aus Hegel von sich gab und die Revolution predigte. Heimpel war kein Antisemit von der Art, wie es viele seiner Zeitgenossen waren,
aber in der Konkurrenz mit dem jüdischen Freiburger Kollegen, der ihm vergebens versucht, Spinoza und Schönberg statt Mozart nahezubringen, greifen solche Stereotypen ebenso, wie wenn er sich an den, ich zitiere ihn, freundlichen Klerikerblick des katholischen Gelehrten Martin Grabmann erinnerte, als sei damit irgendetwas über diesen eminenten Gelehrten ausgesagt gewesen. Der dritte Gedanke ist auf die Stelle konzentriert, wo sich Heimpels Meistererzählung der deutschen Geschichte und sein Wissenschaftsideal berührten. Denn die Überzeugung, dass die diskursive, auf philosophisch strenger Begrifflichkeit beruhende Rationalität eine westeuropäische Domäne war, ein Ausdruck französischer kultureller Überlegenheit, der die Deutschen die Eigenheit ihres Historismus entgegensetzen, war natürlich folgenreich für sein Verständnis davon, was Wissenschaft ist. Seine Rationalitätsskepsis ist in seinen Texten mit den Händen zu greifen und sie verträgt sich zugleich aufs Harmonischste mit der historisch-kritischen Arbeitspraxis des Editors Heimpel. Der folgenreichste, der richtungweisende Beitrag der französischen Geschichtswissenschaft seiner Zeit, verkörpert in der Schule der Annales, die auch einmal von Straßburg ausgegangen war, von Marc Bloch und Lucien Febvre, war in seinen Augen nicht einfach ein Element seiner disziplinären Gegenwart, sondern Ausdruck derartiger überzeitlicher Alterität von französischem Denken. Was sie wollten, eine Kulturgeschichte, die nach Strukturen und Prozessen statt nach Ereignissen fragt, nach dem Allgemeinen statt dem Besonderen, führt er 1957 auf den, Zitat, Wunsch nach der Geschichte ohne Schicksal zurück. Derzeit, ich zitiere, Kulturgeschichte, ja, polemisch, prophetenhaft verkündet in Frankreich von der Schule der Bloch und Febvre, von der Schule der Annales, die über die widerwillig anerkannten Fait, ein altes Schlagwort der deutschen Kritiker, eine Geschichte ohne Tatsachen, zu der Synthese einer anspruchsvoll sogenannten Histoire vivante eilen, die vor allem auf die neue Wissenschaftlichkeit der historischen Statistik gegründet ist. In Antithese zu diesem vermeintlich französischen Wissenschaftsideal stand schon allein sein auffälliger Stil, seine Rhetorik, seine Bildersprache und seine Vorliebe für paradoxale Wendungen. Dieser Stil allein wäre es wert, als Schlüssel zum besseren Verständnis seines Denkens genauer untersucht zu werden. Viertens und letztens noch einmal zur Generationalität dieses Denkens, die seit den 1960er Jahren zur Sprache gebracht wurde. Nicht von in Gänsefüßchen 1968 und nicht in den peinlichen Aktionen, die Albrecht Schöne an dieser Stelle vor kurzem benannt hat, sondern gleichsam von innen heraus, aus der Historie und den neuen Bedürfnissen derer, die seit etwa 1930 geboren waren. Ich gehe ein letztes Mal von meinem eigenen akademischen Lehrer Ernst Schulin aus, der Mitte der 1950er in dieser Aula Heimpels Vorlesung der deutschen Geschichte hörte und der sich später erinnerte, ich zitiere, für Hörer wie mich blieb die Vorlesung immer in Erinnerung, aber schon Ende der 60er Jahre dachte ich, wie historisch käme einem heute bereits Heimpels Buch über die deutsche Geschichte vor, wenn es denn existierte, wie überholt, wie typisch für die 50er Jahre. Schulin zog daraus die Konsequenz, sich mit einem Buch über den Handelsstaat England zu habilitieren, mahnte aber freilich auch für die deutsche Geschichte Veränderungen an. Letztlich ging es ja in der Auseinandersetzung der Jüngeren mit Heimpels Historie und mit denen vieler seiner Zeitgenossen um die Frage, wem die deutsche Geschichte eigentlich gehört. Eine Frage, die stets mitgeklungen hatte, wenn Heimpel vom deutschen Schicksal gesprochen hatte. Wer war zu solchem Schicksal überhaupt befähigt und wer war zur Schicksalslosigkeit verdammt? Heimpel und seiner Generation ging die Hegemonie über diesen Geschichtsdiskurs in den 1950ern allmählich verloren, denn deren Geschichtsbilder ließen sich mit dem eigenen Erleben in einer offeneren, mobileren Gesellschaft nicht mehr in Deckung bringen.
Was mögen wohl die Göttinger Studentinnen und Studenten von französischer Rationalität und deutscher Innerlichkeit gehalten haben, die 1964 der französisch-jüdischen Chansonnière ihren Konzertflügel durch Göttingen schleppten? 13 Jahre nach diesem epochalen Ereignis wurde unter der Ägide Rudolf Vierhaus und Josef Fleckensteins am Institut eine Mission historique française en Allemagne eingerichtet. Vierhaus, der selber einmal Leutnant der Wehrmacht gewesen war, wurde 1990 Honorary Fellow der Hebräischen Universität Jerusalem. Heimpels mittelbarer Nachfolger Otto Gerhard Oechsle, der als Junge bei der Beisetzung seines Vaters vor einem alliierten Flugzeug hatte fliehen müssen und aus der Deckung mit ansah, wie die Kugeln den Sarg löcherten, wurde 2001 Ehrendoktor der Sorbonne. Ernst Schulin schließlich wurde 2005 Ritter der französischen Ehrenlegion. Immer wieder hatte er an seiner Wirkungsstätte Freiburg eine Vorlesung zur Geschichte und Theorie der Geschichtswissenschaft gehalten. Das war auch in den 1980er Jahren noch eine Rarität und wer hinging, sog ihren Inhalt so gierig auf wie ein ausgetrockneter Schwamm. Die deutsche Historie, jetzt in internationalen Zusammenhängen stehend, erneuerte sich. Nicht von Göttingen aus, aber auch in Göttingen durchaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.